herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr hättet gerade mal sehen müssen, Flo war gerade ein richtiger Packesel. Ich glaube, wir haben heute alles gefühlt ins Auto gestopft und mussten das auch wieder mit hochnehmen. Zum einen waren wir einkaufen, ist ja Donnerstag, also ne, haben wir wieder schön was eingekauft für die ganze Woche. Wir haben meine Akten von der Arbeit abgeholt, also gab es da auch nochmal für Homeoffice viel zu schleppen. Und vielleicht habe ich auch noch was bestellt und wir waren in der Packstation. Der Karton war riesig. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Ja, so groß ist der Karton gewesen. Aber die Hälfte davon ist mit Papier ausgestopft, weil ich habe bei More Nutrition wieder bestellt. Also vielleicht ist das jetzt für den einen oder anderen schon direkt uninteressant am Anfang, aber es gibt einfach dann zum nächsten Part, wofür mache ich extra schön da unten diese Timestamps. Aber falls es euch interessiert, ich habe mal komplett andere Sachen diesmal gekauft. Also ich habe keinen Chunky Flavor geholt, sondern andere Sachen. Vielleicht etwas, was ihr schon mal gesehen habt. Das ist ja dieses Syrup, whatever, in Apple Cranberry. Das habe ich ja in Capri Orange, das liebe ich. Und in Kirsch, aber Kirsch ist tatsächlich gar nicht so mein Favorite. Das ist ja, damit man so ein bisschen Geschmack in Wasser reinmachen kann, ohne dass es halt jetzt irgendwie Zucker und Kalorien und sowas hat. Da habe ich jetzt Apple Cranberry einfach mal mitgenommen. Und was auch noch schnell erklärt ist, sind Proteinpulversorten. Da habe ich nämlich zwei verschiedene zum Probieren mal mitgenommen. Einmal von Total Vegan, also das ist halt vegan, ne? Blueberry Muffin. Dachte ich mir, probiere ich einfach mal aus. Und dann gibt es noch Vanille-Eiscreme. Ja, ist jetzt da, kann man mal machen. Was ich unbedingt mal ausprobieren wollte, ist der Protein-Pancake-Mix. Weil eine Arbeitskollegin von mir hat das auch und die findet das total toll. Und deswegen dachte ich mir, okay, probiere ich es mal aus. Ich hatte vor vielen, vielen tausend Jahren, wirklich tausend Jahren, schon mal sowas, aber von einer anderen Firma. Und die fand ich eigentlich ganz cool. Und die hatten zur Weihnachtszeit dann auch sowas wie gebrannte Mandeln und so noch als Geschmacksrichtung. Fand ich eigentlich ziemlich cool, weil es sehr einfach war. Ich brauchte keine großen anderen Zutaten und es war halt ja, proteinreich. Und wovon sie auch sehr geschwärmt hat, ist die Protein-Brownie-Bowl. Ja, das möchte ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Da kann man halt Brownies mitmachen. Ja, einfach mal probieren, Leute. Einfach mal probieren. Dachte ich mir dann auch bei Folgendem, was dann doch ein bisschen größer war und ein bisschen mehr war, als ich eigentlich wollte. Aber gut, deswegen war das Ganze ein bisschen größer, denn ich habe mir Protein-Tortilla-Chips geholt. Und die gibt es halt nur im 6er-Pack. Das sind so kleine Tüten. Was ist das jetzt? Das ist mit Sweet Barbecue. Hallo. Sesam, öffne dich. So sehen die aus. Das sind, wie gesagt, jetzt die in Sweet Barbecue. Und ja, ich merke das auch manchmal jetzt, wo ich so ein bisschen, also ich gucke in letzter Zeit wieder nicht so viel auf das, was ich esse, sollte ich aber mal wieder ein bisschen. Und manchmal will ich auch irgendwie was snacken oder so und ich glaube, da ist das vielleicht eine ganz gute Alternative. Ich würde das gerne mal ausprobieren, wie es geschmacklich ist und vor allem, wie es sich nachher bei den Werten wirklich auswirkt, weil manchmal muss man ja gucken, nur weil Protein draufsteht, heißt es ja nicht, dass es auch irgendwie zuckerarm ist oder fettarm ist oder sonst was, sondern dass man sich auch ganz gut Kalorien reinballert, aber ich wollte es einfach mal probieren und deswegen wieder so eine kleine Tüte. Wie viel ist das jetzt hier? Also es sind jetzt 50 Gramm und einfach mal probieren. Aber Barbecue war ja noch nie alles, deswegen habe ich mir das auch noch mit Cheese geholt. Ja, also ich würde sagen, ich bin erstmal, was Tortilla-Chips angeht, ausgelastet. Und was ich auch noch probieren wollte, weil das auch neu war, waren Chunky Chocolate Brookie Brownie Meets Cookie. Ja, da war ich wirklich ein kleines Opfer. Das ist eigentlich ist alles nicht unbedingt nötig, wenn man mal ehrlich ist, ne? Also deswegen, es gibt Leute, die sind da überhaupt nicht so ein Fan von. Und wenn ihr da auch zugehört, völlig legit, jeder hat seine Meinung. Aber ich wollte mich da jetzt halt mal ein bisschen durchprobieren. Und ja, that's it. Also ich glaube, jetzt bin ich erstmal wieder ausgestattet. Es sei denn, es kommt irgendwann mal wieder eine neue Chunky-Flavor-Sorte raus, die ich in meinen Quark packen kann. Dann mal schauen, aber natürlich habe ich auch wieder einen Rabattcode benutzt und alles und bla bla bla, ja. Aber das habe ich jetzt geholt und jetzt muss ich erstmal was essen.
Aber nichts hiervon. Nein. Jetzt bin ich noch böse. Ich habe mir eine Rosinenschnecke gekauft. Guckt nicht so. Bei mir gibt's jetzt Taschentausch. Ich habe einfach 1:1 die gleiche Tasche ja zu Weihnachten von meinen Eltern nochmal bekommen, aber ich wollte die halt so lange tragen, bis sie wirklich gar nicht mehr geht. Die hat auch schon so ihre Macken an vielen Stellen, aber am schlimmsten eigentlich auch noch hier am, ja gut, das kann man sehr gut sehen. Hier löst sich wirklich langsam alles auf. Ich verteile, glaube ich, die Reste überall. Ja, aber ich fand die Tasche so cool, dass ich die eigentlich genau nochmal haben wollte. Weil irgendwie hatte ich da so einen Tick, dass ich gar nicht... Ich hatte sonst früher immer nur schwarze Lederhandtaschen, jetzt wollte ich mal braune haben. Und da passt so viel rein. Und durch diesen... Hier vorne kann ich zum Beispiel meinen Regenschirm auch noch oben drauf machen. Also die war mit in Paris, die war mit in London. Ja, das heißt, die darf auch mit nach London. So, eine Kleinigkeit hat sich aber tatsächlich verändert in der Tasche. Das sehe ich jetzt erst. Und zwar das Futter zum einen. Weil hier ist einfach jetzt so ein wildes Tamaris-Muster drauf. Und vorher war das halt so Leo-Optik. Und vor allem die kleinen Taschen, die hatten halt so ein Band, wo dann Tamaris drauf stand. Und jetzt haben wir hier so ein Band nicht mehr, dafür noch so einen kleinen Ledereinschub. Ja, kann man jetzt, es ist ja nur Innenfutter, who cares, ne? Also mal ganz ehrlich. Aber die fand ich schon cool. Aber gut, Tasche ist gepackt. Ich habe so viel Scheiße hier drin, ne? Na gut, wir fahren jetzt erstmal nach Holland. Ich erzähle euch später mehr. Ja, also ich habe jetzt wirklich gar nichts gefilmt, außer wo wir angekommen sind. Da hatte ich noch ein kleines bisschen Hoffnung, dass ich ein bisschen was filme, aber ja, es war mir doch zu voll. Also wir waren ganz spontan bei in Roermond in Holland. Das ist so ein Outlet-Center, falls ihr das nicht kennt, da gibt es halt auch so die teuren Marken wie Versace und Prada und so, aber auch etwas für den normalen Geldbeutel, sag ich mal. Also The Body Shop zum Beispiel ist auch da, ne? Also sowas halt. Aber wir waren auch noch einkaufen und das ist, glaube ich, immer mein Highlight. Ich habe so viele Veggie-Sachen geholt, die ich persönlich hier zumindest noch nie gesehen habe. Vielleicht gibt es das irgendwo in eurem Laden oder so, aber bei mir zumindest nicht. Und ja, das zeige ich euch mal eben. Von Wales, da habe ich ja schon so einiges probiert, aber da sind jetzt Mozzarella-Burger. Voll cool, habe ich noch... Okay, steht auch neu, keine Ahnung, vielleicht kommt es auch nochmal zu uns. Aber ich habe es zumindest vorher noch nicht gehabt. Und Vivera mag ich ja auch total gerne, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich wollte mir das einfach mal in so ein Fladenbrot irgendwann mal reinstopfen und mal ausprobieren. Aber Vivera mag ich eigentlich sehr gerne, die Produkte. Und da gibt es tatsächlich auch Spinat- und Käsefilets. Also voll geil, muss ich auf jeden Fall probieren. Aber es gibt ja noch die Eigenmarke von Jumbo, also wir waren jetzt ja bei Jumbo. Ja, das sind halt so Filets, die schon so mariniert sind, fand ich sehr interessant. Cordon Bleu geht eigentlich immer, ich liebe Cordon Bleu. Und ja, dann auch solche Hähnchenfilet-Dinger oder so. Dachte ich vielleicht für die Reispfanne wieder, die wir machen, ja, haben wir auf jeden Fall jetzt eine Riesenauswahl. Und Flo, ja, der hat auch noch eine Cola-Auswahl bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal hattet, aber eigentlich bin ich erst über... Cola mit Bananas gestoßen, weil Flo mag halt sehr viel so mit Banane und ich finde das halt widerlich, deswegen habe ich gedacht, hey, willst du das nicht mal probieren? Und dann stand da irgendwie, das weiß ich nicht, wenn du 3 kaufst, dann kostet das insgesamt weniger oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich jetzt noch für Kokosnuss entschieden und für Kaffee. Das klingt alles so widerlich und gerade hier bei Bananas und Kokos, also ich bin bei allem eigentlich raus. Also ich mag nicht so unbedingt Süßigkeiten oder andere Sachen mit Banane, so pur ja, aber mit anderen Sachen eher weniger. Kokosnuss bin ich auch nicht so der Fan von, außer das Raffaello oder Kokosnuss pur. Und Kaffee trinke ich auch nicht, also ja. Bin mal gespannt, was er dazu sagt, aber da gab es auch noch so viel anderen Kram mit Marshmallow und natürlich auch Sherry, sowas Normales, ne? Ja, aber wir sind jetzt zu Hause und jetzt, man sieht es schon, der Kontaktgrill steht bereit. Flo hat sich nämlich auch noch ein bisschen was Fleischiges geholt und ich werde jetzt wahrscheinlich die Dinger da essen. Und mal hoffen, dass es schmeckt.
haben wir jetzt wieder dieses Wetter erreicht, wo ich morgens nicht weiß, welche Jacke ich anziehen soll. Was ich überhaupt anziehen soll. Ich habe immer noch Stiefeletten an, obwohl wir schon teilweise Frühlingstemperaturen hatten. Aber am Sonntag bin ich nur mit Strickjacke rausgegangen. Und selbst das war schon grenzwertig. Und heute Morgen war wieder so ein bisschen meh. Und gestern kam Gewitter. Und dann denke ich mir immer, meine leichtere Jacke, die ist aber auch nicht wasserfest wie meine dickere Jacke. Das sind die Probleme des Frühlings, ey. Aber hey, ich bin froh, dass ich überhaupt mal Sonne habe. Und ich wollte jetzt diesen Vlog abschließen mit aufgebrauchten Kerzen. Denn ich habe 5 Kerzen aufgebraucht. Davon sind sogar noch einige Winter-Weihnachtsdüfte, also 2. Und dann bin ich schon in den Frühling gekommen. Aber die wollte ich euch zeigen. Und ich fange auch direkt mit Weihnachten an, damit das weg kann. Fange mit der an, wo ich schon gar nicht mehr wirklich Plan habe, wonach die riecht. Cozy Cabin Escape von Yankee Candle. Das war so eine kleine. Die habe ich einfach nur im Bad mal stehen gehabt. Riecht halt so ein bisschen warm und gemütlich, aber könnte ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Bräuchte ich also auch nicht in groß. Und eine, die halt genau das war, was man erwartet hat, war eine, die ich bei TK Maxx mal geholt habe. Ich glaube, die ist auch von, genau, DW Home. Da hole ich ja gerne mal Kerzen her und die sah auch recht süß aus. Ist halt Cinnamon Apple. Also typischer Winter-Weihnachtsduft, den man da brennen kann. Ja, ja. Es riecht nach Weihnachten, definitiv. Die Zeit ist rum, aber sie war schön und klein, konnte man mal gut abbrennen. Dann sind wir schon mehr in den Frühling abgedriftet mit einer Kerze von Profissimo, das ist ja die Eigenmarke von DM, Landhausgarten. Und die habe ich, glaube ich, zum Geburtstag bekommen von meiner Arbeitskollegin. Und die hat halt so ein bisschen nach was Blumiges gerochen, aber ich hole mir die eigentlich gar nicht mehr selber von DM. Also generell hole ich mir ja gerade aktuell keine Kerzen mehr selber. Aber die von DM, ja, weiß ich nicht. Wenn man einmal andere Kerzen hatte, dann weiß man, was man daran hat. Und die war auch dochtmäßig echt eine Zicke. Aber sie ist ja aufgebraucht. Auch eine große Zicke war dann tatsächlich dieses schöne Teil hier. Das ist ja auch von DW Home, aber in Kooperation mit Ray Dunn. Hab den Preis immer noch draufstehen. Und das war halt so eine Valentines Edition und ich finde die halt so süß und vor allem man kann ja diese Behälter noch für so viel anderes irgendwie benutzen. Hier könnte man zum Beispiel, wenn man mal so Tarts hat, könnte man die Tarts da reinmachen oder, weiß ich nicht, Bürobedarf, Kaffeekapsel, ich habe keine Ahnung, was man halt so da reinpacken kann. Meine Haarbänder vielleicht. Ja, also ich habe auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Roch nach Jelly Beans. Stand zumindest drauf. Roch aber sehr fruchtig. Also ich hatte auch schon mal Jelly Beans, die waren sehr süß und künstlich irgendwie. Und das riecht halt wirklich sehr fruchtig. War aber lecker. Okay. war auf jeden Fall lecker, aber hat halt auch sehr schnell immer sich hier selber vollgerust. Ich weiß nicht, das Behältnis war anscheinend nicht perfekt dafür. Aber die war süß und die roch auch gut. Und was so ein Zwischending war, weil das nicht so, manchmal hat man so Kerzen, die sind so jahreszeitenabhängig. Da denkt man sich so, Cinnamon Apple, das brauche ich lieber im Winter. Und Landhausgarten halt mehr, wenn die Sonne scheint. Und dann hatten wir aber auch noch von Goose Creek Cupid's Cocktail. Und das ist für mich so eine, das geht immer. Also ich habe den ganz gerne benutzt, wenn es zwar noch vielleicht ein bisschen Winter war, aber nicht mehr wirklich so voller Schnee und Matsche und Weihnachtsgefühle und so Anfang Frühling. So wie gesagt, Cupid passt auch zur Valentinszeit, aber der roch halt irgendwie verdammt süß. Also so ein bisschen spritzig, spritzig süß. Also ich könnte es gar nicht anders beschreiben. Fruchtig, spritzig, süß. Ja, habe ich aber auch jetzt aufgebraucht. Der sah halt aber auch irgendwie ganz cool aus, weil das genau meine Farben sind. Aber der ist auch leer. Ja, morgen früh möchte ich meinen Reisepass endlich abholen, vor der Arbeit noch, weil mittwochs machen die um 7 Uhr auf. Damit ich auch nach London reinkomme, sonst habe ich nämlich ein Problem. Und jetzt gleich sollte ich meine Klamotten anprobieren, die ich bestellt habe. Oh, ich hasse Sachen anprobieren. Ich hasse aber auch shoppen, also ist das jetzt das geringere Übel. Ja, aber das mache ich noch und dann gibt es noch ein Workout.
Ich habe mein Sportzeug schon rausgelegt. Also, alles ist parat. Das mache ich heute noch und dann war es das mit diesem Vlog. Das waren so meine Gedanken zum Ende und ansonsten, ja, hoffe ich, der Vlog hat euch gefallen und dass wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wiedersehen. Und jetzt Klamotten anprobieren und Sport.